dir liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Hier ruht Mathis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Was hältst du davon, Harvey? Lass uns von hier weg, ja? Du hast doch nicht etwa Angst, oder? Wo? Erinnerst du dich an meinen Vater, Harvey? Mathis war ein gutmütiges Kerlchen. Vielleicht ein wenig rückgratlos. Ein Mörder war er auf keinen Fall. Was hältst du davon, Harvey? Lass uns von hier weg, ja? Du hast doch nicht etwa Angst. Wo? Diese Kirche hat etwas Unheimliches an sich. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Schau mal, Harvey, eine Kirche. Da will ich nicht rein. Vielleicht gibt es da drin jemand, der uns weiterhelfen kann. Oder hast du Angst, dass du dich auf der Türschwelle in Asche verwandelst? Noch lachst du. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Das Firmenlogo. Ein Vorläufer des Fernsehers. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Bist du gläubig? Ich glaube, zählt das? Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen? Gerade die Naum. Ich will das noch sehen. Es läuft ein Musiksender. Nette Anlage. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Er sieht nicht gerade wie ein Rocker aus, aber auch nicht wie ein typischer Pastor. Sieht gemütlich aus. Nicht schlecht. Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll! Sieh mal, Harvey, ein Sofa. Nicht einschlafen, kleiner Kamerad. Wir haben zu tun. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ignoriert er uns etwa? Hey, du! Ignorierst du uns? Jesus war ein Müffi. Ich glaube, der ignoriert uns. Guck mal, Harvey. Eine Stereoanlage.
denkst du, was ich denke? Party! Die sind nicht für Hasenohren gemacht. Lass uns Zombie-Filme gucken. Später, Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Wow! Hotzenplotz-Crew Siegen! Meine Lieblingspunkband! Sieh nur, Harvey! Eine Fachzeitschrift für Gitarristen! Ein Mach-3-Zeitschrift für Exorzisten? Nein, eine Fachzeitschrift für Gitarristen! Ach so, dachte ich's mir doch! Aber wie bekommen wir dann die Exorzisten zurück ins Mittelalter? Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit! Ich will alles hören! Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist hier auch besser. Abgeschlossen. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Guck mal, Harvey, ein Kassettendeck. Oh nein, und jetzt habe ich das Mixtape nicht dabei. Du hast mir ein Mixtape gemacht? Das ist so süß, Kumpel. Ja, aber jetzt wird es für immer im Mixer verschimmeln. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Die Saiten der Gitarre schwingen in Harmonie mit der Orgel! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Das ist doch die Stimme des Schlüsselmeisters! Aber... Was? Ah, Edna...
Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Ich hatte ja keine Ahnung. Was denkst du, Harvey? Ist das meine Schuld? So darfst du nicht denken, Edna. Du wolltest nur das Beste für alle. Was denkst du, Harvey? Hör nicht. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Made in Kruppstadt. Auf J7 Minor gestimmt. Was hältst du von dieser Glocke, Harvey? Meine Glocken sind größer. Harvey, benimm dich! Was denn? Ich bin ein Ostertier. Ich liebe Glocken. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Das ist kein Walkman. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Na gut, ich nehme ihn wieder mit. Aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Allzu weit reicht das Kabel allerdings nicht. Thank you.
das rockt. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab! Das war lustig. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Das rockt. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Ja, kein. Was war das für ein Schrei? Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey.